Marvin Fritz als Geheimfavorit in die Saison gestartet beim Saisonfinale auf der Pole. Vor Toni Finsterbusch und Luca Grünwald, dem seit Schleiz feststehenden deutschen Meister bei den 125ern. Ein starkes Rennen wollten die Youngster noch einmal zeigen. Wie immer ein voll besetztes Feld in der kleinsten Zweitaktklasse. 43 Starter. Probleme allerdings gleich in der ersten Runde für Luca Grünwald und Toni Finsterbusch. Nicht im Bild, aber der Australier Jack Miller räumte die beiden ab. Finsterbusch und Grünwald nahmen das Rennen aber wieder auf und starteten von hinten. Eine beeindruckende Aufholjagd. Vorne beeindruckte Marvin Fritz. Der zeigte, was möglich ist, wenn sein Material einmal fehlerfrei funktioniert. Dahinter der Schweizer Patrick Meile, ebenfalls mit einer starken Leistung. Und der Kampf ums Podest, ein ganz enger. Philipp Oettel, Damien Remy schauten, Forsten Häusler, Florian Alt und Co. kämpften um die Positionen. Beeindruckend die Leistung von Marvin Fritz. Die vielen Probleme in seinem neuen Team mit dem Material zu Beginn der Saison hat er aussortiert. Und in Hockenheim beim Saisonfinale zeigte er, zu welch starken Leistungen er durchaus fähig ist. Ebenfalls beeindruckend Patrick Meile aus Hugelshofen in der Schweiz auf der Aprilia vom Albatros Racing Team, der konstant auf der zweiten Position fuhr. Und Grünwald mit der 43, er zeigte, warum er Meister geworden ist, mit der Art und Weise, wie er sich von ganz hinten durchs Feld kämpfte. Finsterbusch beendete das Rennen am Ende auf der 7. Position und Luca Grünwald wurde 14. und holte ebenfalls noch Punkte. Probleme natürlich garantiert bei diesem vollen Starterfeld, aber vorne an der Spitze unangefochten die Startnummer 7, Marvin Fritz. Einer der vielen Fahrer, der nicht so genau weiß, wie es bei ihm weitergehen wird. Die WM schwierig zu finanzieren, das gilt für den gesamten deutschen Nachwuchs. Trotzdem, dieses Resultat sollte Mut machen für Marvin Fritz, aber ebenso auch für Philipp Oettel, Damien Remy und Patrick Meile. Der Sturz im Motodrom zum Glück ohne Folgen. Ein weiterer Schweizer, Julien Pedone, Mitte April ja nicht mehr im Rennen, aber zum Glück unverletzt. Der Frust über den Sturz beim Schweizer sicherlich größer als die Schmerzen. Das der Kampf ums Podest. Philipp Oettel gegen Damien Remy. Beide auf der KTM unterwegs, der Schweizer und der Sohnemann von Peter Oettel. Aber alle hatten überhaupt gar keine Chancen gegen Marvin Fritz. Der fuhr sein Rennen vorne von der Spitze. Und auch Oettel und Remy kämpften sich durch die zu überrundenden Fahrer. Nicht vorherzusagen, wer von den beiden als Dritter und Letzter auf dem Podest stehen sollte. Ein packender, ein ganz, ganz starker Zweikampf. Die 96, das ist Philipp Oettel, klein gewachsen. Auch im nächsten Jahr bei den Red Bull Rookies. Ebenso wie Florian Alt mit dabei. Viel Fahrpraxis also für den Einringer. Der Schweizer hielt aber gegen. Marvin Fritz, unangefochten, nach wie vor an der Spitze. Vor Patrick Meile, der ebenso sicher seinen zweiten Platz nach Hause fuhr. 6,1 Sekunden. Zeit für Wheelies im Motodrom für Marvin Fritz. Starke Vorstellung am Ende. Und hätte, wäre, wenn, gibt's zwar nicht, aber wer weiß, was möglich gewesen wäre für Marvin Fritz, wenn das Material von Anfang an in dieser Saison gepasst hätte. Patrick Meile, Gratulation für den zweiten Platz. Der Schweizer natürlich überglücklich und dahinter schwer zu erkennen. Die beiden in Orange, das sind Oettel und Damien Remy. Oettel hält am Ende Damien Remy nieder, wird Dritter. Der Schweizer auf 4, Schauten dann auf der 5. Forsten Häusler und Finsterbusch auf den Plätzen 6 und 7. Florian Alt auf der 8. Erik Hübsch und Ernst Dubing 9. und 10. Es war eine klasse Show in dieser Saison bei den 125ern und einer war besonders happy. Dass es gleich klappt, habe ich auch nicht gedacht, aber natürlich für uns Schweizer ist das sozusagen das Heimrennen und
bin einfach tierisch stolz, weil zwei volle Gars sind gekommen mit Fans und meine Freundin ist hier und ist sensationell. Ich bin voll, ja. Ja, ich habe gesehen, dass weniger vorne mit dabei waren, nur ich und der Damian. Die hinten halt schon wenig zurückgefallen und dann habe ich mir gedacht, wenn ich nur überholt, wird schon klappen. Mit dem Sieg das Saisonfinale nochmal zu gewinnen, also das ist schon was Großes, was Geiles. Und ja, ich hoffe jetzt, dass es so weitergeht. Ich fahre nächste Woche noch in Aachen und auch ein paar Spanische. Und da hoffe ich, dass ich da anknüpfen kann und dass es dann so weitergeht. Fritz, Vermeile und Oettel also auf dem Podest beim Saisonfinale. Der Nachwuchs ist bereit für größere Taten. In der Zukunft in der Motorradweltmeisterschaft.